Heute bin ich mit meinem Kameramann im René Soland bei einer Organisationsgast, die so weltweit gibt und auch die in den meisten Ländern so funktioniert. Da, wo Männer und Frauen täglich bei jedem Einsatz für uns unter Umständen ihr Leben aufs Spiel setzen, um uns zu helfen. Es ist unschwer, an meiner Aufmachung zu erkennen, um welche Organisation es sich handelt. Es ist die Berufsfeuerwehr auf dem Platz Basel am Lützelhof. Hier wird seit 1903 für den Ernstfall, für die Brandbekämpfung oder beim Atemschutz und die Gerätebeherrschung trainiert. Von hier aus kommen alle Alarmmeldungen in die Zentrale hinein. Mit Ausnahme von der Polizei werden die nötigen Einsatzfahrzeuge an den Einsatzort geleitet. Auch hat die Berufsfeuerwehr ein Löschboot schließlich und endlich liegt Basel am Rhein und hat hier den wichtigsten Umschlagplatz der Schweiz mit entsprechenden Gefahrengütern. Als Gesprächspartner hat sich der Major Gilbert Schneider zur Verfügung gestellt, der mir als Leiter der Ausbildung und Organisator dieser Institution Rede und Antwort steht. Und damit treffe ich ihn jetzt. Also. Doch, ich bin jetzt im Feuerwehrmuseum am Lützelhof. Das Museum ist 1957 gegründet worden und neben mir steht Major Gilbert Schneider. Gilbert, danke schön, dass wir deine kostbare Zeit nehmen und mit dir ein Gespräch haben. Stell dir doch mal schnell selber vor, wer bist du eigentlich privat? Hallo Peter, wir machen das sehr gerne für dich. Das einmal auf meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Gilbert Schneider, ich bin 54 Jahre alt, schon seit 1988 bei der Berufsfeuerwehr. Als Privatmann bin ich absolut nichts Spezielles. Ich habe Familie, bin verheiratet, zwei erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und wenn ich nicht gerade im Geschäft bin und bin daheim, kümmere ich mich auch mit um den Haushalt, schaue, dass alles in Ordnung ist. Und ich mache mit meiner Frau Spaziergänge oder gehe mal meine Tochter besuchen, wenn wir eingeladen sind. Oder wir unternehmen sonst als Familie etwas. Wo hast denn du deine Feuerwehr-Grundausbildung gemacht? 1987 war eine Ausschreibung, da hat man Feuerwehraspiranten gesucht. 10 hat man ausgewählt von etwa 150 Leuten. Wir haben zuerst einen Sporttest machen und dann noch eine schriftliche Aufnahmeprüfung. Ich habe zu den Glücklichen gehört, die dann 1988 eingestellt worden sind. Da haben wir eine Aspirantenschule gemacht und dann im Sommer sind wir dann in Betrieb gekommen. Also wir sind dann von unseren älteren Feuerwehrkollegen eingeführt worden in die Intervention. Also hier in Basel? Hier in Basel, jawohl. Ja. Aha. Und wie bist du zu diesem Job gekommen? Ich meine, du hast deine ganze Karriere durchgemacht, du hast Rekrutenschule gemacht und so weiter und so fort, all die Kurse, die es braucht. Wie kommt man denn zu so einem Job? Ja, also einerseits ist es sicher eine Glückssache. Es ist Learning by Doing. Also normalerweise sind Feuerwehrleute lang da. Normalerweise bis zur Pension. Es ist immer wieder mal vorgekommen, dass jemand gegründet hat, etwas anderes gemacht hat. Wir haben schon einige Leute, jüngste Erfahrung ist jetzt gerade jemand, der Lehrer geworden ist, hat sich zum Lehrer ausbilden lassen. Wir haben jemanden, der hat sich ausbilden lassen zum Flug. Ich habe einfach, wie gesagt, Learning by Doing. Ich habe als Feuerwehrmann angefangen. Irgendwann einmal bin ich Einsatzdisponent geworden. Also dort hat es noch Telefonist geheissen, Fahrer, Truppvierer, Gruppenvierer, Wachmeister, der dann Werkstatt geleitet hat, Offizier, also die ganze, Einsatzleiter. Die ganze, ja. Also und das alles in Basel? Alles in Basel, alles in deren Organisation. Aha. Und was ist jetzt deine Aufgabe da? Deine Hauptaufgabe? Also meine Hauptaufgabe, ich bin stellvertretender Kommandant, ich bin Ressortleiter und von Planung und Einsatz, also alles, was mit Feuerwehrplanung zu tun hat, also Einsatzplanung oder Einsatzzentrale oder Feuerwehreinsatz, also die Intervention, für das bin ich zuständig. Wie muss man das vorstellen, ist das hauptsächlich ein Bürojob oder bist du noch am Einsatzort selber auch zwischendrin? Also ich bin jetzt 30 Jahre lang an der Front gesehen. Ich habe doch, ich sage jetzt einen guten Erfahrungswert von der Front. Mhm.
Ich mache regelmäßig auch im Monat zwei Schichten machen. Im Moment sind es jetzt eine. Mhm. Allerdings muss ich sagen, es ist ein Bürojob mehr oder weniger. Ich kümmere mich wirklich um die Bereiche Einsatzzentrale. Und wie viele Einsatzkräfte stehen dir bereit oder stehen dir zur Verfügung? Ich meine, jetzt alle zusammen hier im Lützelhof. Also eben, das ist ja der einzige Standort von der Berufsfeuerwehr im Lützelhof. Ja. Da hat es 94 Leute, Feuerwehrleute, Berufsfeuerwehrleute. Mhm. Die hier organisiert sind. Für das brauchen wir mindestens 24 Leute. Also wir haben einen Mindestbestand von 24 Berufsführerleuten, mhm. aber auch einen maximalen Bestand von 24 Berufsführerleuten. Wenn einer zu viel ist, wird er vorgängig aufmerksam gemacht vom Dienstplaner, dass mhm. er Zeit einziehen soll. Wenn einer zu wenig ist, muss einer kommen. Haben die auch Frauen bei euch in der Feuerwehr? Im Moment haben wir keine Frauen bei der ausruhenden Mannschaft, aber in der Administration. Wir haben aber als erste Berufsfeuerwehr auch die erste Berufsfeuerwehrfrau ausgebildet und angestellt gehabt. Das war 1993. Wenn ich in die Berufsfeuerwehr gehen möchte, was muss ich da mitbringen, damit ich überhaupt den Job machen kann? Oder damit ich überhaupt anfangen kann? Oder? Also, wir nehmen Leute, die gesund sind, sportlich sind, ja. Ein gewisses Alter auch nicht überschritten haben. Danach nehmen wir vorzugsweise ausgebildete Leute mit einem handwerklichen Beruf. Wir haben aber allerdings auch Leute, die eine andere Berufsgattung gelernt haben. Es ist auch nicht mehr so, dass wenn Stellen ausgeschrieben sind, dass sich jetzt gerade 150 Leute bewerben, es sind dann vielleicht eher 35 Leute. Und von diesen 35 Leuten sind mal rund die Hälfte, die den Sporttest nicht bestehen. Und danach ist man auch eher bereit, Kompromisse zu machen. Wenn man anschaut, die ganze Digitalisierung, die ganze neue Zeit, wie sich alles technisch verändert, sind wir natürlich auch froh, wenn wir vielleicht einmal jemanden von einer IT haben. Aha. Eben, somit hat sich eigentlich meine nächste Frage gestellt, weil ich wollte fragen, ob es immer noch wie früher Handwerker muss haben, schneiden, schreinen oder weiß ich was. Oder haben die das überhaupt noch, so handwerkliche Berufe hier, die ausgeführt werden? Also wir haben hauptsächlich Handwerker. Aha. Wir haben aber auch Handwerk, wo nicht mehr gelernte Berufsleute zur Verfügung stehen. Aha. Also Schneider haben wir angelernte Schneider, Schuhmacher haben wir einen angelernten Schuhmacher. Ah, ja. Und früher hat man ja auch Schuhe selber gemacht, Stiefel selber gemacht. Mhm. Das ist aber alles Vergangenheit. Wir können unsere Stiefel heute auf dem normalen Markt einkaufen. Die Hauptjob ist unter anderem Koordinieren und Planen von der Feuerwehr. Was konkret sollte anders laufen oder anders gefragt, was ist deinem Vorgesetzten und dir ein bisschen ein Dorn im Auge, was früher war, was man neu machen müsste? Das war ein Auftrag an Abteilungsleiter von der Feuerwehr. Und zwar ist der Auftrag, die Strukturen einmal zu analysieren von einer Firma. Das war eine deutsche Firma, die spezialisiert ist auf Blaulichtorganisationen, die schon andere Feuerwehren durchleuchtet hat. Da ging es um die Standortfrage. Ist das richtige Personal mit dem richtigen Material, mhm. also mit der richtigen Ressourcen, die zur Verfügung steht, die jetzt und im Hinblick auf die Zukunft, auf die Stadtentwicklung immer noch gut ausgerüstet ist, adäquat ausgerüstet ist oder braucht es auch Veränderungen. Da ist auch die Aufbau- und Ablauforganisation angeschaut worden mit entsprechenden Empfehlungen, die wir versuchen teilweise umzusetzen. Es ist nicht so generell, dass einfach alles schlecht war, mhm. sondern einfach gewisse Sachen, gewisse Strukturen müssen aufweichen, müssen anpassen, ein bisschen breiter abstützen, dass die Feierung optimal funktioniert. Aber das mit der Milizfeuerwehr, das ist immer noch aktuell, wie es alt ist, oder gibt es da auch etwas Neues? Also, wir müssen wissen, im Kanton Basel-Stadt gibt es ja eine Milizfeuerwehr. Früher waren das über 300 Leute gewesen. Dann kam eine Zeit, in der dann auch Frauen haben dürfen oder müssen Feuerwehr leisten. Die Feuerwehrpflicht ist in der Folge dann einmal abgeschafft worden. Es ist dann wirklich eine freiwillige Feuerwehr geworden. Im Moment ist es so, im Kanton Basel-Stadt gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Es sind im Moment gut 100 Männer und Frauen. Sie sind verortet in verschiedenen, ich sage jetzt mal, Bezirken von der Stadt.
und mit einer sehr guten Zusammenarbeit. Das sind etwa 4 oder 5 Kompanien, glaube ich, oder? Früher, als ich angefangen habe, 1988, waren das 7 Kompanien. 7 sogar? 7 Kompanien. Aha. Jetzt sind es weniger, das sind jetzt 2 Kompanien. Eine Kompanie ist Riechenbettigen, eine Kompanie ist Stadt mit den Zügen Kleinbasel und Grossbasel. Und die fahren immer noch mit Mobagum oder haben die andere Fahrzeuge jetzt? Nein, die haben in der Zwischenzeit moderne Fahrzeuge und nämlich Mobag. Also das ist ja mal erfreulich, oder? Vor einigen Jahren mag ich mich erinnern, dass es so war, dass die Chemiefeuerwehr und Stadtfeuerwehr sich abgesprochen haben, wenn sie ein Problem haben, chemisch in ihrer Abteilung, und es ist eine größere Sache, die hat man euch geholt, und umgekehrt, wenn ihr eine größere Sache gehabt habt, hat man uns, oder uns, sage ich jetzt, da ich ja von der Chemiefeuerwehr komme, hat man gebeten, auch mit Hilfe, das haben wir ja 1978 mal das letzte Mal praktiziert, so wie ich das weiß, im Bankverein. Gilt das heute noch? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist heute immer noch so. Wir sind gut vernetzt, wir kennen uns gut, wir können uns gegenseitig unterstützen. Und wir haben auch regelmässig Einsätze miteinander, gerade was ABC-Wehr anbelangt. Der Bankverein ist ja sicher sehr wohl ein sehr grosser Brand gewesen, das hat man ja selten. Aber wie gesagt, wir können uns gegenseitig unterstützen. Chemiefeuerwehren dann zum Teil auch gewisse Jobs für Behörden wahrnehmen in der ABC-Wehr. Zum Beispiel Messgruppen, oder? Der Feuerwehr Roche wie die FRB hat eine Messgruppe, die Messungen machen für Behörden, wenn es einen Brand gibt oder wenn es eine Havarie gibt, wo etwas sich verflüchtigen tut nach außen. Habt ihr denn auch eine Messgruppe? Wir selber von der BF haben keine Messgruppe, weil wir haben uns gesagt, es macht keinen Sinn. Weil das reicht, wenn ihr das machen, ja. Es gibt gute Fachleute, die guten Fachleute von der Betriebsfeuerwehr, von der Chemie. Das sind vielmals auch Milizfeuerwehrleute, die in den Labor arbeiten, die vielleicht Chemiker sind oder Laborant, die natürlich immer mit den neuesten technischen Geräten arbeiten. Und dann tut man sich die Dienstleistung lieber einkaufen, wenn man selber etwas versucht vorzuhalten, das vielleicht nicht in dieser Qualität ist. Also ihr seid noch nicht so weit, dass ihr sagt, wir können einen chemischen Unfall selber beheben. Ihr seid froh, wenn die Chemie kommt. Ist also, das richtig? Wir können die Einsätze selber beheben, aber wir brauchen je nachdem Partner von der Betriebsfeuerwehr, von der Chemie, die uns dann unterstützen, sei es als Fachberater, sei es als Messgruppe. Wie weit geht denn euer Einsatzbereich? Ich muss vielleicht schnell sagen, wie unser Einsatzbereich ist im Kanton. Also der Kanton ist relativ klein, Stadtkanton, 37 Quadratkilometer, 3 Gemeinden, Basel, Riechen, Bettigen. Mhm. Das sind wir zuständig als erste Einsatzfeuerwehr. Und wir sind eine Stützpunktfeuerwehr für den Kanton Basel-Land, für umliegende Gemeinden. Das sind 6 Stück, also Holschwil, Schönenbuch, Binnigen, Bottigen, Oberwil, Münchenstein. Bisher ist mir bekannt gewesen, dass wenn bei euch Alarm ist, dass von der Zentrale kriegt ihr ein Kärtchen, also der Fahrer kriegt ein Kärtchen, wo das ist. Und dann nebenan, der tut ihn hinweisen. Gilt die Navigation immer noch oder kann das Zentrale gerade eingehen und die Fahrzeuge haben Navigationsgerät, damit sie das wissen, wo sie sind oder wo sie hin müssen? Das ist in der Tat immer noch so. Wir sind relativ altmodisch, hat sich aber bewährt. Der Einsatzleiter der kriegt ein Kärtchen, ein Strassenkärtchen, das ist ziemlich klein. Oder ein A4-Objektdatenplatz, wenn es sich um eine Feuermeldeanlage oder Sprinkleranlage handelt, mit den nötigsten Informationen drauf. So funktionieren wir jetzt noch. Geplant ist ja, dass die Sanitätseinsatzzentralen, die Feuerwehreinsatzzentralen zusammengelegt werden auf dem Lützelhof im 4. Stock. Und weil ja die auch online verfügbar sind und vielleicht eben mal Technik streiken könnte, haben wir das Ganze, also unser ganzes Einsatzmaterial, also das haben wir dann gespeichert, dass wir auch offline können funktionieren. Also steht euch schon ein bisschen was bevor, technisch. Genau, also wir sind dran. Also das läuft jetzt alles im Hintergrund. Das braucht jetzt einfach eine gewisse Zeit. Und wir haben auch eine gewisse Zeit. Aber wenn dann der Hebel umgesetzt wird, dann müssen wir funktionieren. Und das ist auch eine von deinen Aufgaben? Gehört zu meinen Aufgaben. Ja. Natürlich habe ich Fachleute, die mich dann unterstützen. Selbstverständlich. Gut, gehen wir weg vom Lützelhof. Löschboot. Ich meine, in Basel haben wir ja eine rechte Kapazität mit dem Hafen. Wir haben ja, wenn es mir recht ist, haben wir 2 Löschboote, also haben wir 2 Löschboote.
eins Basel-Land, einmal Basel-Stadt, oder? Das ist wegen Schleusen, oder, im Jahr? Das ist korrekt. Wie viele Leute sind denn da involviert in diesem Löschboot, die das können bedienen können? Also wir haben Schiffsführer, gelernte Schiffsführer, die hier beschäftigt werden. Das sind wir primär die wichtigsten Leute, die das Patent haben. Wie du richtig gesagt hast, es hat zwei Schiffe. Erstens mal wegen dem Potenzial, das es hier auf dem Rhein hat, und andererseits natürlich wegen der Schleusen. Wenn wir nur eins hätten, ist es entweder oben oder unten. Und je nachdem, wo man es braucht, hat man eine relativ grosse Zeitverzögerung. Aber Helikopter haben wir doch keinen? Einen Helikopter haben wir nicht, aber wir haben eigentlich einen Partner, oder? Das ist ja Drega. Drega, ja. Die holt von uns immer wieder Rettungsspezialisten, Helikopter, also abgekürzt RSH. Das sind ausgebildete Leute, die rettungstechnisch sehr auf einem hohen Niveau sind, ja, und mit der Seilwinde können arbeiten und wissen, was der Träger braucht. Sind neue Fahrzeuge auf der Wunschliste? Ja, klar. Wir haben Wünsche, wir haben Träume. Nur wer Träume hat, kann die auch erfüllen. Das ist ganz klar, aber es ist natürlich nicht, dass wir irgendwie, weiss ich, was wünschen und träumen. Wir tun das erarbeiten in der Einsatzkonzeption. Also wir haben klare Vorstellungen, wie es sich in Zukunft müsste ändern, respektive was wir aufgleisen wollen, wenn wir es haben wollen. Das ist ein Zeithorizont, der vielleicht 10 Jahre geht. Also der eine und der andere von uns, der im Team ist, wird das vielleicht schon gar nicht mehr richtig miterleben, bis es dann wirklich greift. Mhm. Aber unsere Idee ist natürlich schon, dass wir mit der Miliz zusammen ähnliche Ausrüstungen haben, oder? Dass wenn sie uns mehr unterstützen, dass sie das Material schon kennen und wenn wir sie einkaufen, dass man es vielleicht auch zu besseren Konditionen hat. Gut, ihr habt ja immer wieder neue Fahrzeuge, müssen die ja auch ersetzen, das ist ganz klar. Was sind die neuesten Fahrzeuge, die ihr so habt? Also die neuesten Fahrzeuge, wir haben zwei neue TLF, die sind 2-3 Jahre alt. Dann haben wir einen ULF, der ca. 10 Jahre alt ist, ein Kranwagen, den wir gekriegt haben, der relativ neu ist. Also ich meine, das sind Spezialfahrzeuge, die können ruhig auch mal 20 Jahre alt werden. Wir sind aber auch dran, unsere Fahrzeugflotte so zu ersetzen, dass wenn wir sie ersetzt haben, dass sie noch nicht kaputt sind und reparaturanfällig. Weil dann haben die auch noch eine Fahrzeugflotte mit Container, habe ich gesehen. Was bringt das, die Container? Ladet einfach irgendwas ab und holt das nächste, oder wie läuft das? Ja, eine Feuerwehr hat natürlich relativ viel Material, das sie einsetzen muss für ihre Einsätze. Das sind Einsätze, die aber nicht so viel vorkommen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du einen Container hast und dort ist ein Haufen Material drauf, dann hast du eben nicht mehr einen Container. Wenn du aber ein Fahrzeug hast mit dem gleichen Material drauf, dann ist alles auf dem Fahrzeug verortet und das Fahrzeug ist eigentlich besetzt nur für das Material oder für die Intervention, die du vorhalten tust. Wenn du ein Containersystem hast, 7, 8 oder 9 Container verschiedenster Bauart, kannst du natürlich mit 2 Wechsellader die Abrollbehälter an Ort bringen. Also, dann haben die sogenannte Piers. Was muss man sich darunter vorstellen? Also Piers, das ist eine Gruppe von ausgebildeten Leuten, die ein bisschen psychologisch ausgebildet worden sind. Ach so. Es ist eigentlich Hilfe für Helfer. Das heisst, wenn jetzt irgendeiner in einer Gemeinde oder ich sage jetzt im Kanton Solothurn etwas Schlimmes passiert ist mit einem Feuerwehreinsatz, dann werden die Piers, die Feuerwehr-Piers, aufgeboten. Bist du auch Chef von der Sanität? Nein, die Sanität ist eine Abteilung für sich. Also wir haben Rettung Basel-Stadt, ja. Das ist ein Bereich, ja, im Justiz- und Sicherheitsdepartement. Und in diesem Bereich hat es 4 Abteilungen. Und die Sanität ist eine von diesen Abteilungen und die haben einen eigenen Abteilungsleiter. Ich bin ja drauf gekommen, weil ich überall bei euch sehe, Rettung, oder? Früher heisst es Feuerwehr, jetzt heisst es Rettung und dann eventuell, dass das integriert worden ist in die Feuerwehr. Aber in dem Fall ist das nicht so. Nein, das ist nicht so. Also Rettung Basel-Stadt gibt es über 10 Jahre. Das ist eigentlich Dachorganisation, wie gesagt, Bereich, ja, vom JSD, wo die Sanität verordnet ist, Zivilschutz, Militärverwaltung, die Feuerwehr und jetzt noch neu die Einsatzunterstützung. Etwas anderes läuft die Ausbildung von der Milizfeuerwehr. Läuft die nach eurem Schema, nach eurem Plan oder können die individuell machen? Es ist so, wir haben einen Ressortleiter, der ist zuständig und verantwortlich für die Ausbildung von der ganzen Berufsfeuerwehr, also auch Ausbildung, was administrativ anbelangt. Wenn irgendjemand einen Kurs oder eine Schulung besuchen muss, läuft es über ihn. Er ist auch verantwortlich für die Ausbildung, für die Vorgaben für die Milizfeuerwehr. Er geht das auch inspizieren, er geht das auch kontrollieren zwischendurch. Mhm. Aber die Ausbildung selber machen die Milizfeuerwehr, Leute selber. Ein Problem, das in vielen grossen Städten, hauptsächlich in Deutschland, vorkommt, ist, dass
Feuerwehr, Sanität und auch Polizei, dass die von den Umstehenden, sage ich jetzt mal, behindert werden oder angegriffen werden sogar. Habt ihr so Sachen auch, kommt das bei euch auch vor, dass eure Feuerwehrleute angegriffen werden, bösartig meine ich jetzt? Das kommt relativ selten vor und man glaubt es nicht. Das ist schon vor 30 Jahren passiert. Also da hat es auch schon einmal gegeben, dass ein Einsatzleiter einen Molotow-Cocktail im Kopf gekriegt hat und auch brennt hat. Es ist schon vorgekommen, dass man Feuerwehrschläuche verschnitten hat, mit Pflastersteinen beworfen worden ist. Aber das ist wirklich eine Seltenheit. Ausnahme. Eine Ausnahme. Normale Einsätze werden mehr selten behindert. Es kann sein, dass vielleicht mal ein paar faule Sprüche folgen. Mhm. Wir werden generell immer gefilmt, das wird gerade ins Netz gestellt. Okay. Wo wir einfach ein bisschen vorsichtig sind, das ist, wenn es Demonstrationen gibt, wo aggressive Leute vorhanden sind, da müssen wir uns absprechen mit der Polizei, die uns auch schützen dient, bevor wir überhaupt eine Intervention einleiten. Ja gut, Schäbe, das zeigt ja eigentlich, dass die Bevölkerung doch hinter euch steht. Und nicht gegen euch ist, sondern hinter euch steht. Ich sage jetzt einmal Dankeschön für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir persönlich weiterhin viel Erfolg in deinem Job, was du machen musst. Man sieht, du hast noch einiges vor dir, was da kommt. Also nochmal merci für das Gespräch. Euch, liebe Zuschauer, sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder mal irgendeiner ist. Es war Major Gilbert Schneider. Peter, merci vielmals. Vielmal, schönen Nachmittag. Dankeschön.